Grüße Sie. Hi. Guten Tag, hallo, können Sie mich hören? Na, der ist voll weggetreten, keine Ahnung, hat sich vorhin was eingeschmissen. Ich weiß nicht, wo er das her hat. Wissen Sie, was hier passiert ist? Der hat sich was eingeschmissen und hat dann alle seine Klamotten weggeschmissen. Die habe ich jetzt hinterhergetragen. Warte, kann ich noch gleich mal irgendwie einen von euch irgendwie geben. Hallo. Hören Sie mich, hallo? Hier ist eine Hose und hier ist ein Oberteil. Oh, okay. Ja, was ist denn passiert? Kannst du dich noch an was erinnern? Der hat, keine Ahnung, LSD gefunden und sich das eingeschmissen. Dürfte auch noch ein bisschen was dabei haben, keine Ahnung. Oh, super. Das LSD hat sie mir gerade gegeben und zuvor wurde ich von jemandem zusammengeschlagen. Und sie hat mich auch gezwungen, die Kleidung auszuziehen. Vielleicht hat sie ja noch meine bei sich. Ich habe sie bei mir gehabt, weil du die ausgezogen hast und rumgerannt bist, weil du Schmetterlinge fangen wolltest. Nein, du hast mich gezwungen. Du hast gesagt, du bist lebenslänglich, du hast eh nichts zu verlieren und der andere Typ hat mich zusammengeschlagen, weil ihr euch irgendwie kennt oder so. Ich weiß es nicht ganz genau. Kenne nicht. Sind sie denn irgendwie in der Lage, gerade zu laufen? Wollen wir helfen? Ich glaube, ich habe das... Ich muss erst noch ein bisschen liegen bleiben. Okay, gut, alles klar. Ist denn gerade irgendwie Schwindel, Übelkeit? Nein, wo ist denn die andere Person, die mich gerade zusammengeschlagen hat, hin? Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir klären das erstmal kurz und kümmern uns einmal kurz um ihre Gesundheit. Ist der etwa weggerannt? Wie ein Weichei? Bleiben Sie ganz ruhig. Ich habe eine Idee. Ich kann Ihnen sagen, wie wir ihn wieder rauslocken. Ich muss mich einfach mit dem Rücken zum Eingang stellen. Wollen wir es mal versuchen? Können Sie denn laufen jetzt? Und, kommt der schon? Der sollte das normalerweise riechen. Kommt der schon? Nein, bleiben Sie erstmal ganz ruhig. Okay, kümmern wir uns erstmal um Ihre Gesundheit. Können Sie einmal aufstehen? Wenn Sie mir hochhelfen, dann könnte ich es wenigstens versuchen, auf die Bank zu kommen. Ja, warten Sie mal, ich helfe Ihnen mal kurz hoch. Ich kann Sie noch helfen, wenn wir Sie mit reinbringen, dass wir es reintragen oder so, dass Sie sich auf dem Bett legen. Vielleicht auch das, vielleicht mal in den Zellen oder so. Ja, warten Sie mal, wenn ich helfe Ihnen mal hoch, Eddie, gehen wir auf die andere Seite. Hey, gute Besserung dir, ja? So, ich bin bereit. Von dir lasse ich mir das nicht sagen. Dankeschön. Ich bin dann keine gute Besserung. Nochmal eins, zwei, drei. Drin. So. Danke. Gut. Ja. Ich habe so viel Trotz. Ich wünsche mir jetzt, dass es mir nie wieder gut geht, damit du im Unrecht bist. Okay. Komm sag mal mit, wir helfen aber in die Umgeblichkeiten. Einfach so, genau. Gut. Ganz schön ruhig. Wenn es nicht mehr geht, sagen Sie Bescheid, aber dann bringen wir sie erstmal wohin, wo sie in Ruhe liegen können. Könnten Sie vorher nur checken, ob der Gefangene sich hier nicht irgendwo versteckt? Wir passen da ist, auf da sie auf. Da ist er. Ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Der macht ihn doch. Nichts. Wenn ich mit dem Rücken zu ihm stehe, dann schlägt er wieder auf mich ein. Kommen Sie mit, bitte. Gehen Sie bitte einmal weg. Einfach weggehen, bitte. Danke. Einfach mir nach. Er war's. Ja, das klären wir gleich alles noch. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Ihre Gesundheit. War er's? Einmal, genau. Kommen Sie mit, ich helfe Ihnen noch. Ich helfe Ihnen, gehen wir gleich einmal hier durch. Mach hier einmal die Tür auf. Gehen Sie euch durch. Ich hab's da noch. Kollegen, komm mal mit. Genau, machen unser Gott. Geht's hier hin? Genau, der kann sich einmal hier aufs Bett legen. Also ich hätte jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit sowas. Ja, können Sie sich ruhig hinlegen, dann ruhen Sie sich hier erstmal ruhig aus. Ja, dann warten wir kurz darauf, bis es samstags kommt, nicht, dass die jetzt so umfallen oder so. Haben Sie aktuell Durst? Brauchen Sie irgendwas zu trinken? Wasser oder so? Vielleicht ein bisschen was zu essen, aber... Ist das hier die... Endlich bekomme ich mal meine erste Klasse. Das ist tatsächlich so ein Ausweichraum. Gut, ich schaue mal kurz, dass ich was zu essen organisiere, dann schaue ich auch mal, dass ich das Samse noch mal reingeholt wird. Ja, natürlich, also... Dass ihm gleich noch richtig geholfen wird mit diesem... Da kommt alle rein, Leute. Hat irgendeiner zufällig gerade was zu essen einstecken? Leider nicht, nein. Ich schaue mal kurz, dass das... Legen mal ihre Sachen aufs Bett hier, ne? Mhm. Die nehmen können, falls sie...
gibt es jemanden draußen wegen dem Sams, dass man das hier reinpackt? Das Sams, Meditrust ist informiert, alles gut. Okay. Rufen die an, wenn die da sind? Ja, die rufen bei mir an. Okay, alles klar. Roman? Ja. Kommst du gerade einmal? Na, tschüss. Ach Leute. Hat jemand noch irgendwelche Palmblätter, mit denen er mir etwas Wind zuwehen kann? Und einen Cocktail würde ich auch gerne haben. Na, schön viel Eiswürfel drin. Mein Gott, was haben sie denn hier für Extrawünsche? Sie sind im Knast. Nun, das ist hier keine Gefängniszelle, die Herrschaften. Das ist meine wohlverdiente Unterkunft. Die sind hier nicht auf den Malediven. So. Der war schon so, als wir ihn am Park aufgegabelt haben. Nun endlich kriege ich die verdiente Behandlung. Wisst ihr, als TV-Star muss man sich mit irgendwelchen Dingen rumschlagen, die halt zu viel Stress führen. Und endlich kann ich ein bisschen abschalten. Wenn hier irgendjemand reinkommt oder sowas, dann sofort bitte eliminieren, ne? Danke. Ja, natürlich, immer doch. Auch der Typ, den sie wahrscheinlich jetzt schon nachdem sie suchen, der mir gerade diese paar blauen Flecke, die mir gegeben hat, ne? Das geht ja gar nicht. Kann das alles nicht mehr. Wie ist denn das Ganze zustande gekommen? Assis. Mit denen lässt sich einfach nicht reden. Deren Hauptsprache ist die Gewalt. Ich versuche, die irgendwie zu bekehren und ihnen ständig zu sagen, welche Defizite sie aufzeigen. Nur leider, anstatt sich dankbar zu zeigen, versuchen sie plötzlich dagegen anzukämpfen. Und so meine ich, wäre im Unrecht. Und dann lassen sie ihre Fäuste sprechen, um mich für immer, naja, stumm zu schalten. Waren sie schon mal im Knast? Ja. Okay. Und dann bin ich ausgebrochen. Und dann bin ich wieder drin gelandet. Und dann bin ich nicht ausgebrochen. Aus diesem werde ich auch noch ausbrechen. Das tun sie natürlich nicht, ne? Natürlich nicht. Vorausgesetzt, ich bekomme das Bett, also... Ich müsste noch ungefähr bis ein 1 Uhr noch was oder so hier bleiben. Lässt sich das machen, dass ich so lange hier chillen kann? Sicherlich nicht. Wie heißen Sie? Ich bin der Jonathan. Das ist das Beischlafzimmer. Also mit der Schwarzlichtlampe würde ich nicht reingehen. Das Beischlafzimmer. Und dann sollten wir... Ein wunderschön. Schön, wunderschön. Wer hat sich gestritten? Wer hat sich gekampelt? Ja, die Person wohl auf dem Bett. Die Defizite der anderen Häftlinge irgendwie aufgezeigt. Das kam wohl nicht so gut rüber. Ich hätte das nur gedacht. Ja. Also ich finde, ich habe nichts falsch gemacht. Nun, ich habe einige blaue Flecken abbekommen, weil mich jemand mit, sagen wir, mit einer Stärke von 3 von 10 zu Boden geprügelt hat. Herr Jonathan, vielleicht, okay. Ja, kommen Sie mal von der Decke runter. Wo soll ich mich hinlegen? Soll ich mich hinstellen? Weiß ich nicht. Nun, wie hätten die Ärzte es am besten? Soll ich mich hinstellen, vor euch hinsetzen? Hinlegen. Gut. Auf das Bett oder auf den Boden? Auf das Bett natürlich. Warum denn auf den Boden? Ist Ihnen das so genehm, die Herren? Wenn nicht, dann machen wir es auf dem Boden. Irgendwie muss ich gerade was an Augen haben. Oh Mann. Dann werde ich mich am besten einfach auf den Boden legen. Ist aber ein bisschen kalt. Ich ziehe ein bisschen was von der Decke runter. Okay, wir wollen sie legen die Decke drunter. Ja, genau. So. Jetzt werde ich mich richtig einwickeln. Jetzt werde ich es mir richtig gemütlich machen. Nein, nicht einwickeln, sonst sehen wir ja gar nicht die blauen Flecken. Gut, natürlich. Was, wurden mit Meinungsverstärkern oder wie war das jetzt? Nein. Es waren die puren schwachen Fäuste eines Insassen. Achso. Skala von 1 bis 10 haben Sie gesagt, eine 3? Ja, auf jeden Fall. Stunden.
Wo tut's am meisten weh? Am ganzen Körper? Oh, das ist sehr großzügig. Ja, er hat mir, vor allem im hinteren Bereich, hat er mir oft gerne eine reingegeben. Er mag es nämlich nicht, wenn man sich von Auge zu Auge gegenübersteht. Er macht die Sachen immer nur dann, wenn halt keiner ihn irgendwie sieht oder so. Der hat bestimmt immer in den ganzen MMORPGs hat immer einen Schurken gespielt oder sowas. Und dann diese Meuchelangriffe gestartet mit 15-fachem Schaden oder so. Kurz mal die Pause-Taste drücken. Mhm. Was bedeutet hinterer Bereich? Rücken? Ja, richtig. Mein Nackenbereich. Nackenbereich? Und okay. Auf jeden Fall auch ein Rücken. Gott sei Dank ist der Nacken aber trainiert, ne, weil ich so viel Last immer mit mir rumzuschleppen habe. Taubheitsgefühl im Bein oder irgendwas? Nicht, dass Nerv. Oh nein, um Gottes Willen, gar nicht. Nein, das war ein Lulatsch. Alles gut. Ach so, okay. Da würde ich einmal mit Teufelskralle gern behandeln wollen. Haben Sie euch welche Unverträglichkeiten? Was ist eine Teufelskralle? Das ist so ein bisschen eine Salbe, das wird erst kalt, dann wird es warm. Das tut ein bisschen die Muskulatur dehnen und entspannen. Ja, nicht so gut. Deswegen. Und haben Sie euch welche Unverträglichkeiten? Ach, gar nichts. Gar nichts. Da würde ich Ihnen am liebsten noch eine Ibuprofen dann mitgeben. Dann würde ich die Teufelskralle gerne beanspruchen, wenn es Ihnen recht ja, ist. Ja, natürlich. Danke. Ich würde Ihnen noch gerne einen Rest mitgeben, wenn das so sein darf. Oder darf ich Ihnen nichts geben? Medizin würde ich jetzt nicht nein sagen, weil das braucht er, ne? Okay. Selbstverständlich, ich bin bedürftig. Wie gesagt, das müsste ihm dann morgen jemand eincremen, sozusagen, ja. Nochmal Teufelskralle drauf machen. Wenn ich währenddessen das Wort mal kurz an den Polizisten richten darf, haben Sie denn hier auch irgendwelche Zellentrakte, die für Einzelhaft ausgelegt sind oder sowas? Ja, aber es sind nur in besonderen Fällen und da kann ich jetzt diese nicht Person so hat jetzt öfter des Öfteren Hand an mich angelegt und hat immer wieder auf mich eingeschlagen. Ich finde vielleicht, dass man da etwas machen könnte oder so. Ja, da müsste ich mal die anderen Kollegen fragen, die sich da besser so, auskennen. Wie lange müssen Sie denn noch hier? Die Ibuprofen. Bis 1 Uhr noch was. Dankeschön, vielen Dank für die Ibuprofen. Die Ibuprofen bitte nicht auf nüchtern machen, mit viel Wasser zu sich nehmen, nicht mit Alkohol, auch nicht mit Milch, hebt die Wirkung auf, sonst gibt es Verätzung in der Speiseröhre, wenn Sie nicht mit genug Flüssigkeit runterspülen, ja. Die Teufelskralle gebe ich Ihnen auch noch. Ja, gut, dann Trainee, kommen Sie mit. Und dann bitte von jemandem eincremen lassen, am besten der hat Einweghandschuhe an, weil die ist ziemlich für den Schleim heute ziemlich ätzend. Oder er macht es mit puren Händen drauf, aber dann bitte die Hände gleich danach waschen. Ja? Ja. Okay. Haben Sie da jemanden, der Sie eingreben kann? Ja. Oder? Von hinten? Muss das von hinten sein? Natürlich habe ich jemanden. Am Nacken und am Rücken haben Sie ja Schmerzen. Natürlich. Ja, dann frage ich den Typen, ne? Dann klatsche ich dem vorher, bevor er wieder auf mich einschlägt, ein bisschen Creme auf die Fäuste und dann wird er alles schön verreiben. Das ist auch eine Logik. Da bin ich raus. Das muss ich mir mal merken. Okay. Aber am besten dann nicht ins Gesicht mit der Teufelskralle, ja? Das ist schädlich für die Augen. Nein, alles gut. Höchstens Hinterkopf ein bisschen. Aber da passt es auf. Jetzt erstmal soweit besser. Hat sich Muskulatur ein bisschen gelockert? Schon etwas, ja. Sagen Sie mal, geht das? So ein bisschen Dehnübung? Geht ja, das schon so? Arme so mal hoch und so? Probieren Sie mal. Das sieht gut aus. Finger sind auf jeden Fall schon mal möglich. Ja. Und nochmal für Sie. Ja, ich sehe das schon. Dankeschön. Oh, das ist lieber. Was wären wir nur ohne Sie? Jetzt mal wirklich, ne? Ja, da wären Sie arm dran. Ja, richtig. Aber ja. Deswegen. Nee, wenn noch was sein sollte, einfach nochmal durchrufen. Kommt gerne nochmal her, falls ich Schwindel oder Übelkeit einstellen sollte. Ja. Dass das Opfer bzw. der Täter auch noch in den Knast kommt. Dankeschön. Und der andere muss ja auch versorgt werden. Haben Sie den auch getroffen? Ja, ab und zu. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Nee. Der würde es auch nicht zugeben, der wird es nicht zugeben. Der ist so stolz. Okay. Beide wohl. Okay, na gut. Ist so ein Ronny. Für vier das ist ein Ronny. Das ist ein Ronny oder heißt der Ronny? Nee, das ist ein Ronny. So ein ja, genau. Das kommt nicht hin. Na gut, dann machen wir uns wieder los. Wenn noch was sein sollte, durchrufen, ja. Okay. Na, ciao, ihr erstmal. Dankeschön, vielen Dank, ciao, ihr an Sie beide und noch viel Spaß im Dienst. Ja, werden wir haben. Ciao. Ciao, tschö. Du brauchst. Noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel RP im Knast haben, Junge. Ich dachte, das wird voll langweilig. Da muss man die ganze Zeit was anderes sich mit beschäftigen. Nee.
Ja, na, wenn wir. Hilfe. Ach so, doch. Kann wirklich ein Astibald sein. Das jetzt sind sie auch wieder gut. Oh, ja. Also, würden Sie mir kurz einmal verraten, wie aus Ihrer Sicht jetzt hier die Situation war? Lass der. Also, es ist ganz einfach. Der Herr, der mich angegriffen hat, warte. Hilfe, der braucht. Ja. Der ist wegen mir hier im Gefängnis, weil er mich vorher schon abstechen wollte, aber die Polizei das verhindern konnte. Aber die Polizei das verhindern konnte. Ist auf einmal auch und auf einem auf einem Rachezug ist und deswegen mich hier ganze Zeit körperlich misshandeln möchte. Und Schläge. Ganze Zeit. Ich esse Haferbrei. Körperlich misshandeln. Ja, ich habe ihn aufs Bett gelegt, mit Schlägen. Sich wieder anziehen kann. Ja, was ist da denn genau passiert draußen? Nun. Es ist so, wie ich stehe an einem Ort und dann kommt er zu mir und dann schlägt er mich und dann sagt er doch, ja, dann verpiss dich doch. Aber ich finde, dass ich das gute Recht besitze in allen Bereichen der JVA. Ey, warte, er schlägt sie und sagt, ich soll weggehen. Ja, ich und sowas, genau. Ja, weiter. Ja, und dann, und der ist immer sauer, wenn er zu mir rüberguckt. Und ich versuche immer, manchmal versuche ich wirklich mit ihm zu reden und zu gucken, hey, wie kann man das vielleicht mit Worten klären? Aber dann sagt er sowas wie. Warte mal, ja? Der ist sauer, wenn er zu mir rüberschaut. Ich würde das jetzt gar nicht so krass umschreiben, weiter. Hat die Dame noch was zu ihm gesagt oder hat die irgendwas mit ihm gemacht? Ja, sie hat mir Drogen zugesteckt. Das habe ich. Ich gucke mal, ob ich das noch bei mir habe. Ja, das habe ich. Das würde ich Ihnen überreichen. Ist das in Ordnung für Sie? Warte kurz. Ja, das habe ich. Ich würde es... Warte mal, das habe ich. Nein, ich rede gerade mit Ihnen. Das müssen Sie nicht notieren. Ich würde es Ihnen überreichen. Nein, Sie müssen es nicht. Ich meine... Nein, das ist nur wirklich... Das ist... Nee, das ist nicht schlimm. Das ist... Gehen Sie mal her. Schreiben Sie alles auf, was ich sage? Ja, ich muss ja den Kollegen weitergeben, dass sie die Situation erklären. Jetzt geben sie mal die Drogen Eine her. Sekunde, nein, ich möchte noch einen Zusatz ranheften lassen. Ja? Ich gebe Ihnen die Drogen wieder, die Sie mir aus Ihrem Spind gegeben haben, Herr Officer, die Sie immer nach der Schicht konsumieren und auch währenddessen. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Das schreiben Sie jetzt auf einmal nicht drauf, ne? Korrupt, ich sag's doch. So, hier die Drogen erstmal, korrupt. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja, und jetzt soll ich es mit aufschreiben? Also, Ihre Glaubhaftigkeit. Okay, schreib's mit auf. Nein, machen Sie doch nicht. Ich will Ihnen keine große Mühe machen. Okay, ich hätte es nur aufgeschrieben. Ja, ich bin mit den ganzen Staatsanwälten befreundet. Wegen mir sind schon 8 Cops aus dem Dienst entlassen worden. Deswegen, ich will nicht, dass Sie der Neunte sind. Alles klar, Dankeschön. Gut, das gebe ich an den Kollegen weiter. Die klären dann die Situation hier auf. Dann bringen wir uns einmal zurück. Wenn es so weit wieder gut geht. Willst du aber mitkommen? Oh. Ja, die natürlich. Klamotten haben sie ja genommen, ne? Ich habe ja eine lange Hose. Lang auf dem Bett. Ja, genau. Die ziehe ich jetzt an oder später erst? Wir können sie jetzt schon anziehen. Schade. Ja, wie Sie wollen. Sie an, bitte. Sie sehen leider nicht aus wie der Herr dann im Bild. Ich glaube doch. Okay, alles klar, kommen Sie mit. Wie viel Kilo Brei isst du da bitte? 75 Gramm Haferflocken, 500 Gramm Skier mit 250 Milliliter Wasser und 30 Gramm Leinsamen. Ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt, ne? Vielen Dank, Dankeschön. Hättest jetzt nicht gedacht, dass ich das so genau weiß, ne? Aber ich habe abgewogen. Wird jetzt auch die Person, die mich attackiert hat, Konsequenzen erfahren? Wir schauen das jetzt mal zu erklären, aber ist ja zugeschlossen. Werdet ihr zugeschlossen, ihr bleibt offen, Jungs. Wie viele Kilokalorien? Ich glaube 700 noch was. Ich geh mal kurz. Ich glaube 700 noch was. Oh, da sind jetzt mehr unterwegs.
Wie viel Gramm Protein sind das? Also die Skier, das Skier hat 50, glaube ich. Die Leinsamen werden so an die 10 haben. Oder 8. 8 bis 10. Und die Haferflocken auch nochmal so 10. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich würde sagen, zwischen 60 und 65. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Habe ich nicht geguckt. Hallo? Wie geht's dir? Wo ist denn der Typ hin? Weiß ich nicht. Den muss ich jetzt verpfeifen. Du musst den verpfeifen. Na ja, gut. Ich suche ihn mal. Aber er war in der Zwischenzeit jetzt nicht bei dir, oder? Nein. Seitdem ihr da reingegangen oder er reingegangen ist, habe ich nicht mehr draußen gesehen. Seid ihr die Ashley-Gang nun Knastversion? Was meinst du mit Ashley-Gang? Bist du die dumme Version von Männern? Ja. Ich? Aha. Es gibt keine dumme Version von Männern, weil Männer generell dumm sind. Ja, das ist richtig. Trotzdem heißt das nicht, dass du ein Arschloch sein musst. Also entweder benimmst du dich jetzt hier oder du verziehst dich. Ich wähle Ersteres. Gut. Kluge Entscheidung. Wir sind ja auch hier, um uns zu resozialisieren. Und auch wenn ich es ungern zugebe und ich nur sehr wenig Fehler mache, mache ich trotzdem im Laufe meiner Jahre schon irgendwo mal einen. Und vielleicht, so wie der Zufall es will, ist gerade hier einer passiert. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber vielleicht ja schon. Was war der Fehler, den du gemacht hast? Ich war oberflächlich. Und das weiter. Bin ich sonst. Und ich habe, ohne die Person mir gegenüber kennengelernt zu haben, etwas gesagt, was man vielleicht als verletzend aufnehmen könnte. Weil die Ashley Gang bei Disneys große Pause nicht cool war. Die waren scheiße. Die hat immer gelästert und so. Es geht nicht um die Ashley Gang. Oh, um was geht's denn sonst? Was hast du vorhin gesagt? Über meine Frau. Dass sie sich. Ach, Schwamm drüber, da haben wir doch schon drüber geredet. Gut. Den Text, den du geschrieben hast. Warte mal, ist sie das? Von Jonathan. Nein. Die nächste wirft sich bestimmt sagen, nicht vors Auto. Geht ja auch gar nicht. Wäre weil, sonst echt blöd. Ne? Muss ich jetzt aber nicht. Okay. Wie wär's mit einer Entschuldigung? Warum? Weil du respektlos warst. Und bist. Und bleibst. Na, das hoffen wir nicht. Sonst hätten ja jetzt gerade eure Versuche keine Wirkung. Och, das ist kein Problem. Wir machen das einfach immer wieder, bis du es verstehst. Wir sitzen hier nämlich noch ein Leben lang. Da macht es keinen Unterschied, ob ein oder zweimal. Warum sind die alle Lippen? Ist richtig. Junge! Oder drei oder vier. Ich habe eine Frage. Und vielleicht können wir uns ja darauf einigen. Ihr sagt mir, was ihr getan habt, damit ich euren Gefährlichkeitsgrad einschätzen kann. Und dann überlege ich mir die Antwort, die ich aufgrund meiner Bemessungen halt droppe. Wie wär's? Ich und meine Schwestern sitzen hier mehrfach lebenslänglich. Das muss reichen. Ja, warum hast du deine Hausaufgaben nicht zu spät abgegeben? Nicht wegen falsch parken. Oder so. Ich sag mal, der Letzte, der frech zu mir wurde, beschwert sich nie wieder. Hast du dem aus dem Leben gekickt? Hat der den Real-Life-Disconnect gemacht? Verstehst du? Also der hat Alt-F4 sein Leben gemacht. Ach, wenn ich schon in dieser Sprache bleibe. Dann bist du ja ganz schön blöde, dass du dich hast erwischen lassen, ne? Dann bist du ja ganz schön blöde, dass du hier gerade Mörder provozierst. Weißt du, was er getan hat? Können sie auch nur Totschläger sein, das weiß ich ja nicht. Kommt drauf an, ob dein Tötungsdelikt-Mordmerkmal hat. Okay, sorry. I'm sorry? Es war nicht fair von mir. Ich werde dir oder beziehungsweise deiner Frau nicht unterstellen, dass sie sich hat freiwillig vors Auto werfen lassen und der Typ halt sie nur zufällig. Du weißt schon. Vielleicht war die ja glücklich.
was ich mir schwer vorstellen kann mit dir, aber vielleicht warst du da... Versuch's noch mal. Okay, es tut mir leid für deinen Verlust. Und ich schätze, dass du es geschafft hast, es irgendwie hinzubekommen, weiterzumachen. Dich nicht gleich aus dem Leben zu pfeffern? Ja. Und dass ich sehe, dass du eine Person bist, die, nichts Schlimmes darf ich, ne? Negatives darf ich nicht sagen, nichts Negatives. Dann warte, Kids. Und ich finde... Wir können ja fort auf dich. Okay, sorry. Hey, du bist... Er hat's verdient, okay? Jo, sie hat keinen Bock auf dich. Halt Abstand jetzt. Entschuldigst du dich, dass du mir meine Kleidung weggenommen hast? Ich entschuldige, dass ich deine Kleidung weggenommen habe? Okay. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht umgebracht habe. Du warst recht. Du hast recht. Ich bin... Das ist dumm von mir. Die Toilette war noch das Netteste, was ich zu dir machen konnte. Dass deine Kleidung weggenommen hast. Sagen, er zieht sich dafür wieder aus. Die Kleidung habe ich gerade erst bekommen. Stehen sie auf Leoprint? Ich nicht. Dann runter damit. Ich fühle mich gerade jetzt... Auf 10. Das ist wie damals immer in der Schule gewesen, als die Leute mich immer... Hals, Maul. Auf 10. Also das letzte Mal hat so eine Domina mit mir geredet. Hals, Maul. Okay. Sonst darfst du gleich wirklich meine Schuhe lecken. Und nicht auf die angenehme Weise. Her mit den Klamotten. Muss ich die Ihnen jetzt auch geben? Her mit den Klamotten. Okay. Wenn ich mich noch einmal wiederholen muss, hat das Konsequenzen. Verstanden? So verstanden. Gut. Jetzt verzieh dich von hier. Kann ich Ihnen noch irgendwie dienlich sein? Verzieh dich von hier! Sind das Event-Chars? Weil die, so... Also kein Event-Chars, aber zwei Chars? Die haben einfach Lebens... Ey, das ist so krass, dass ich hab da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Dass man einen Zweitschaden nimmt? Die im Knast lebenslänglich sitzen. Ja, bitte. Entschuldigung. Für was? Dass ich so ein dummer, blöder, kleiner Frechdachs bin. Und sie ihre Nerven koste. Und ihre Zeit verschwende. Ich bin es nicht wert. Davon habe ich genug. Glaubst du, ich stehe da jetzt irgendwie drauf? Nein. Gut. Das wollte ich nicht sagen. Entschuldigen Sie. Excuse me. Tut mir leid, nochmal. Ja, hab ich verstanden. Ich kann ich meine Kleidung wieder haben? Nope. Kann ich irgendwas für Sie erledigen, dass ich sie wieder verdiene? Nope. Ich bin TV-Star. Ich weiß, dass Sie mit der Welt da draußen nicht gut connected sind, aber ich habe Einfluss. Ich kann Ihnen immer eine Tüte Gummibärchen reinschmuggeln lassen oder so. Wow. Eine Tüte Gummibärchen rettet wahrscheinlich mein Leben. Nun, also Ihre Freiheit kann nicht mehr gerettet werden. Aber das ist richtig. Man kann sich ja die Welt, in der man jetzt haust, so angenehm wie möglich gestalten, nicht wahr? Ich stehe nicht auf Gummibärchen, danke. Wie wär's mit Lakritz? Mit Sandwiches, Chips? Was Deftiges? Schokolade?
Wie ist doch sie? Findest du sie gut? Die hat jemanden umgebracht. Ja, aber für mich. Nicht nur einen. Okay. Ich habe meine Grenzen. Du bist ja schon hinterhergelaufen wie ein Hund, oder? Ist das dein Ding, von Frauen rumkommandiert zu werden? Das ist okay, ich urteile darüber nicht. Nein, ja. Ja. Okay, weißt du, wie du ihr Herz gewinnen kannst? Ja, Tötungsdelikte. Nein. Super. Nein. Okay. Nicht jeder von uns ist immer kranke Scheiße, nur weil wir hier drinnen sitzen. Ja, wie denn bist du im Singen? Ich stehe drauf, wenn jemand wirklich richtig romantisch ist und ja, wenn du ein bisschen was vorsingst oder oh nein. Hier quasi, weiß nicht, in Form von einem Gedicht oder so, deine Liebe gestehst oder eine, keine Ahnung, muss ja nicht mal Liebe sein, kann ja Zuneigung sein. Vielleicht, ja, könnte das heute Abend noch knistern zwischen euch. Wie lange sitzt du noch? Wie viel Zeit hast du? Weiß ich nicht, ich könnte ein paar Minütchen könnten noch drin sein. Okay, wie willst du es anstellen? Ich helfe dir. Ich singe ihr einfach was vor. Wie heißt was sie denn? Was willst du singen? Irgendwas die aus meiner... Nick. Nick? N-I-K-C? Nee, E-E-C. N-E-E-C. N-I-C. Ja? Sag mal, was würdest du singen? Was würde passen? Lass dir mal, beachte dir mal jetzt gerade nicht. Wie, was ich singen würde? Mhm. Ja. Stell dir vor, wie sie da mit ihren erdbeerblonden Haaren steht und ihrem süßen Gesicht und dann sie sagt, dass du die Schnauze halten sollst, aber du das nicht kannst, weil du, naja, sie wirklich gut findest. Was würdest du ihr vorsingen? Hey, Nick! Was war's? Willst du hey Nick sagen? Ich hoffentlich bin ich kein Opfer deiner weiteren Killstreak. Und zieh das bitte nicht das Messer, denn ich will keinen Peak. Sonst mache ich nämlich Quick. Ihnen Schwein. Denn das Einzige, was du willst, ist ihr Herz. Du bist ein Dieb. Ja. Was war das? Was? Was war das gerade? Ging das an mich? Ja. Ja, vielleicht. Was haben sie gesagt? Ich will's nicht wiederholen. Sag mal. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, das vorzutragen, oder? Ja. Hey, Nick. Ja. Ich hoffe, ich bin kein Opfer deiner weiteren Killstreak. Und ich hoffe, du ziehst nicht dein Messer und machst bei mir Peak. Was für ein Messer? Sonst mache ich nämlich Quick. Dürfte ich einmal Rose auf Seite bitten? Was zur Hölle? Gib mir dein Herz, denn ich bin ein Dieb. Ja, nee. Und wenn ich dir meine Nummer gebe, ist das ein Leak? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ist dein Name? Deek. Und dein wirklicher Name? Jonathan. Weiter. Laser. Oh. Was war das gerade? Ein Ah. Oh. Ha. Was war das gerade? Ja. Man hört von dir, aber nichts Gutes. Nun, ich bin Fan davon, dass man sich immer ein eigenes Bild macht. Also, ja, habe ich getan. Oh nein. Ich mein, ist nicht so gut ausgegangen. Mann, so, ja, okay. Punkt für Sie. Wie wär's, wenn wir dem noch eine weitere Chance geben? Ich bin gerade nämlich aus einer Behandlung raus, wurde von jemandem, der sehr schwach ist, zusammengeschlagen und wirklich? Besser gerade, hab ich gewusst, der schleicht sich auch immer von hinten an.
Mhm. Und ja, ich wollte ihn halt zu einem besseren Menschen machen. Meine persönliche Resozialisierung, aber er hat einfach nicht gewollt. Und dann ist die Sache damit auch abgeschlossen. Mhm. Nick, ist das der richtige Name oder wurde ich auch gerade verarscht? Ist mein Spitzname. Mein wirklicher Spitzname. Und ihr richtiger Name ist Nickelodeon? Danica. Danica? Mhm. Ich finde Danica viel schöner. Außer sie wollen, dass ich den anderen schöner finde, dann nehme ich den. Haben Sie Match-up? Das ist mir so egal. Sorry. Ja. Wirklich? Und ja, ich habe dich nach links geswiped. Das ist das Ablehnen, nicht wahr? Das ist das nicht. Ja. Warum? Weil mir vielleicht nicht gefallen hat, was ich gesehen habe. Nun, Gott sei Dank hatte ich einen Filter drauf, der mich hässlicher gemacht hat. Was sagen Sie jetzt? Nein, hat er nicht. Oh. Achso. Oh. So, der Herr. Ja? Sie dürfen einmal mit uns kommen. Warum denn? Wohin denn? Na, Sie haben eben gewünscht, in Einzelhaft zu kommen. Nein, die andere Person in Einzelhaft. Ich wurde doch zusammengeschlagen. Warum muss ich denn in Einzelhaft? Es wird jetzt auch einmal für Sie erstmal in die Einzelhaft gehen. Gehen Sie freiwillig mit? Aber ich habe doch niemanden geschlagen. Was ist denn das für ein... Was ist denn das hier? Warum wo muss ich wenn in die Einzelhaft? Wenn Sie weiter so schreien, lege ich Ihnen gleich Handfesseln an und es geht mit dem körperlichen Zwang rein. Aber ich wurde doch geschlagen. Warum muss ich denn in Einzelhaft? Und Scheiden gehören immer zwei. Genau. Ich lass mir in die Fresse boxen und jetzt muss ich in Einzelhaft, weil zum Streiten zwei gehören? Was ist denn das für eine dumme Aussage? Das so, Sie Mal... werden sich jetzt beruhigen oder wir werden den körperlichen Zwang gleich durchsetzen, wenn Sie ruhig mit uns reden. Nee, habe ich. Ich habe niemandem etwas getan. Niemandem. Und ich werde trotzdem in Einzelhaft gebeten. Das ist so scheiße. Wir haben die Anweisung, dies zu tun. Wir werden dies jetzt auch durchsetzen. So, dementsprechend können Sie mir einmal folgen. Schreib mir! Sag mir mal, wann du rauskommst, dann würde ich für dich ins Gefängnis kommen. Nicht in diesem, nicht im nächsten Leben. Ja, einmal. In diesem jetzt Leben hast du eh keine guten Karten mehr. Aber ich meine ja nur. Genau wie du. Wieso das? Die erste hattet ihr Street. Oder die erste Zelle ist belegt, ja. Ja, dann geht's in die zweite. So. Wann dürfen sie einmal eintreten in die gute Stube? Falls sie irgendwie was zu essen brauchen, zu trinken brauchen, melden sie sich ich einmal. Ich brauche Essen und Trinken. Hat noch einer was? Ja, ich hab also was wie, zu trinken, sie fragen mich aber am nächsten. Ich gelaufen jetzt hier, danke. Ah, ich habe einmal was zu trinken für sie. Hab noch sie was wissen essen. Schon, dass eine Latte mehr Flüssigkeit zieht, als es gibt, ne? Also, das sage ich auch immer den ganzen Kaffeetrinkern. Am besten immer ich Wasser. Ich hab noch was zu essen. Ja, Wasser haben wir gerade nicht da. Dementsprechend müssen sie damit einmal klarkommen. Kriegen wir die Dino-Nuggets. So, toll. Jetzt komme ich wegen Ihnen auch nicht, ich bin im Defizit. Ich kaufe ihn kurz, was sind sie? So, wie soll ich mit Dino-Nuggets meine Diät einhalten? Ja, ist gerade leider nicht möglich. Das ist jetzt gerade nur mal so. Wie gesagt, wir werden uns jetzt gleich erstmal sprechen und werden Ihnen dann genaue Rückmeldung geben, wie ich es weiter jetzt, warum ist. Sie Polizist geworden sind. Ich sehe es. Das ist der einzige Weg, sich durchsetzen zu können. Nee. Doch, mit dem Gesicht nämlich hätten Sie es nirgends anders geschafft. Das brauchen Sie, ne? Das Recht auf Ihrer Seite und schön den Missbrauch starten. Ne? Wenn Sie das als Missbrauch sehen, dann ist es so ein Milchgesicht, dass Sie einfach wegen der Marke voll am Rad drehen. Dankeschön. Weil ich wegen der Marke voll am Rad drehe, weil ich Befehle befolge, die ich dann durchsetze. Ja. Na klar, natürlich tun Sie das. Wir kommen gleich wieder zurück zu Ihnen. Ja. Guten Abend noch. Danke für das Wasser. Leute. Knast im Knast, was soll das denn?
Hä, Junge? Hilfe? Außerdem hat er Zelle 2. Ah, das ist Zelle 2. Das heißt... Hallo? Bist du jetzt eigentlich eine Sau oder ein Eber? Hab ja dir lange genug Zeit gegeben zum Überlegen. Ich bin Inhaftierter. Was ist das davon? Ich würde sagen... Ich bin hier mit Frauen, die sind lebenslänglich, die haben nichts zu verlieren. Jetzt bin ich in Einzelhaft gesteckt worden. Du bist ein Opfer. Ein Opfer der Justiz geworden, aber nicht rechtmäßig. Ich habe meine Rechte, die werden hier mit Füßen getreten, genauso wie ich. Was hast du gemacht? Warum bist du inhaftiert? Eine Geiselnahme vor 2 Monaten, weil sich einer hat mit einem Apfel bedrohen lassen. Doch nicht meine Schuld. Warum lasst denn so? Jetzt stecke ich jetzt zwischen dem scheiß Waschbecken fest. Doch, geht doch. Und wie lange musst du da bleiben? Bis 1 Uhr noch was. Oh, und? Ich bin den ganzen Abend hier schon drin. Hast du Spaß? Ich werde zusammengeschlagen. Mir wurden 2-mal die Klamotten geklaut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann man doch... haben die Besuchszeiten? Kann ich da mal reingucken? Wie? Das ist doch kein scheiß Tag der offenen Tür. Das ist die verfickte, grausame Realität. Aber wenn du Besuch empfangen willst? Dann würde ich jemanden anderen bevorzugen als dich. Wow. Aber du kannst kommen, wenn du willst. Richte das irgendwie ein. Ist das große Gefängnis da? Ja, genau. Ui, das. Cool! Ja, ich bin gleich da! Ja. Und du hast ein Handy da drin? Darf ich? Was? Sogar Social Media. Was? Ja, geil! Du kannst Bilder machen, du kannst aufladen. Oh mein Gott! Ich chille auf Start seinen Nacken. Kannst du mir für Weasel da was aufnehmen? Hier sind wirklich Leute, die lebenslänglich sind. Die haben so rote Overalls anstatt Orangen. Das sind 3 Frauen und die haben Leute getötet. Ich bin sofort da. Ich brauche Interviews. Ja, wenn du das kannst, dann kannst du vielleicht als Presse dadurch. Oh mein Gott, da. Ja. Ich nehme meinen Presseausweis mit. Ich bin gleich da. Ja. Ja. Bis dann. Bis dann. Essen. Schön die Dino-Nuggets reinballern. So. Was gibt's denn eigentlich Neues? Im neuesten Akt juristischer Verwirrungen. Ein Fall wird abgeschlossen, das Urteil gesprochen und dennoch die Staatsanwaltschaft erhält grünes Licht, die Ermittlung nach einer Beschwerde neu aufzu... Okay, gut. Das ist aber auch nicht gerade... Kann ich ein Foto machen? So.